In der Zeit vor 500 Jahren, vielleicht auch etwas mehr oder vielleicht auch etwas weniger, es gab jedenfalls noch keine Mozartkugeln so rund und zart und weltbekannt. Aber das jetzt mal beiseite. Jedenfalls gab es bereits Politiker. Und geheime Verschwörungen gegen strenge Politiker gab es auch. So auch in Salzburg, wo der Erzbischof Leonhard von Keutschach ein gar strenges Regiment führte. Und in den Wirtshäusern und Höfen der Stadt wurde über die Strenge des Bischofs gemault und geschimpft und auf den Tisch gehauen, dass die Gläser und Teller und Bestecke klirrten und klapperten. Doch nur mit Maulen und Schimpfen und auf den Tisch hauen war gegen die Strenge des Bischofs nichts auszurichten. Und so ersannen die Eifrigsten unter den aufgebrachten Bürgern den geheimen Plan, den strengen Erzbischof seiner Macht zu berauben. Doch der Erzbischof erfuhr bald von dem Maulen und dem Schimpfen und dem auf den Tisch hauen und auch von dem Plan, sich gegen ihn zu verschwören. Und als eines Tages die Verschwörer wieder einmal maulten und schimpften, dass Gläser und Teller nur so klirrten und an ihrem geheimen Plan feilten, da ereilte sie die Nachricht, dass der Erzbischof zu einem Festessen einlädt. Also unterbrachen die Verschwörer ihr Maulen und Schimpfen und auf den Tisch hauen und zogen furchtlos auf das Schloss. Doch kaum betraten sie den Festsaal, waren sie umzingelt von Wachen und im Nu fanden sie sich wieder im dunkelsten der Verließe. Und schon bangten die einst kühnen Verschwörer um ihr Leben und dass kein Maulen und Schimpfen und auf den Tisch hauen sie mehr retten könne. Doch der strenge Erzbischof war gütig und gegen den Schwur, seine Strenge zu dulden, ließ er den Gezähmten ihr Leben. Und zur Schmach der Gezähmten ließ er marmorne Löwenköpfe mit Ring im Rachen an ihre Häuser meißeln. So ließen die Verschwörer ab vom Verschwören und nur noch selten hörte man sie leise maulen und schimpfen und ganz zaghaft auf den Tisch hauen.